Liebe Pfarrer Sturmius Wagner, liebe Gemeinde von Dietenhofen, liebe Mitbrüder, liebe Gäste, liebe ökumenisch verbundene evangelische Christen, lieber Herr Ortspfarrer von der evangelischen Gemeinde, lieber Herr Altsitzer, wenn ich das so ausdrücken darf, verehrte Ehrengäste, lieber Herr Landrat, lieber Herr Bürgermeister, liebe Vertreter der Firmen und verschiedene Vereinigungen, Verbände, endlich ist es soweit. Dietenhofen hat nach einer langen und ich möchte sagen vielleicht sogar schweren Geburt dieses Kind, katholische Kirche, St. Bonifatius, geboren. Da dürfen wir uns freuen und ich freue mich mit Ihnen und bin gerne heute hierher gekommen, um diese Kirche zu konsekrieren. Ich war in der zurückliegenden Woche bei der Bischofskonferenz und da hat mir ein Kollege aus dem Norden gesagt, er sei schon hier in Dietenhofen gewesen, habe sich die Kirche angesehen und er sagte, über diese Kirche wird man deutschlandweit unter Architekten sprechen. Nun, ich möchte das vielleicht als ein etwas beruhigendes Kompliment auch in die Gemeinde hineintragen, denn bei meinem ersten Besuch in Dietenhofen, ich war privat hier, da konnte ich, nachdem ich die Kirchenbaustelle nicht fand, aus der Bemerkung der beiden Damen, die mir dann den Weg wiesen, durchaus vermuten, dass der Gebäudekörper etwas kontrovers diskutiert wird. Aber, liebe Schwestern und Brüder, lieber Herr Baudirektor, ich glaube, in dieser Kirche steckt sehr viel Symbolkraft und Symbolik. Und das ist vielleicht auch die Erschwernis des Zugangs. Sie erschließt sich nicht schnell. Und ich bin schon gespannt, wenn der Baudirektor und das Bauamt, die ja hier vertreten sind, die Herren, die ich auch begrüßen möchte, wenn die uns einmal einen Kirchenführer liefern. Vielleicht werden uns da die Augen aufgehen und die Ohren klingeln, was da alles drinnen steckt. Vor einiger Zeit, und ich möchte von meiner Perspektive heute die Kirche etwas Ihnen nahe bringen. Denn, liebe Schwestern und Brüder, das Entscheidende über alle Kunst hinaus ist, dass nun der Herr hier wohnt und mitten unter uns ist. Das ist ja der letzte Sinn einer Kirche. Und den Sinn hat auch schon die alte, kleine Notkirche erfüllt. Lassen Sie mich heute einige sehr persönliche Gedanken zur Erschließung des Kirchenbaus in hoffentlich nicht allzu großer Länge Ihnen vortragen, denn es müssen so viele stehen. Vor kurzem bin ich einem Kommunalpolitiker begegnet, der gut die Hälfte des Gesprächs stöhnte. Ist das ein Kreuz heutzutage in der Politik? Da will man eine Straße bauen, eine Umgehungsstraße, aber sie glauben gar nicht, wie viele Rechtsbeschwerden eingelegt werden. Und andererseits, wenn die Menschen nicht von A nach B schnell genug vorankommen, klagen über Klagen. Sie wollen vorankommen, sie wollen die Straßen benutzen können, sie wollen mobil bleiben und sich begegnen können, aber sie wollen keine Straße gebaut haben. Wie soll das nun gehen? Straßen, liebe Schwestern und Brüder, sind in unserer mobilen Gesellschaft sehr wichtig, weil heute Morgen die Autobahn und die Straße hierher nach Dietenhofen frei war, konnte ich pünktlich eintreffen. Wir kennen das Problem der verstopften Straßen, wo man nicht vorankommt, wo man vielleicht sein Ziel sogar nicht erreicht, wo man eine Fahrt abbrechen muss. Straßen führen zueinander. Und nun, auch Gott will eine Straße zu uns bauen. Schon das Alte Testament verkündet, bereitet dem Herrn den Weg, die Straße. Er will bei uns ankommen und braucht
dazu eine Straße. Gottes Weg zum Menschen ist vergleichbar einer Straße, die aber kein Einbahnverkehr sein soll. Nicht nur Gott kommt zum Menschen, sondern der Mensch kann auch umgekehrt diese Straße Gottes benutzen. Und wohin führt diese Straße Gottes? Wir haben es heute in der zweiten Lesung gehört, im Hebräerbrief, zum himmlischen Jerusalem. Das ist unser letztes Ziel, das unserem Leben Sinn gibt. Also Gott baut eine Straße zum Menschen, auf der auch der Mensch gehen kann. Wie ist diese Straße Gottes zu verstehen? Wir wissen alle aus unserem Religionsunterricht, aus dem Katechismusunterricht, Gott kam an, wurde Mensch, hat mitten unter uns gelebt, hat unsere Wege, unser Leben geteilt, ist mit uns gegangen, hat gewirkt in der Person Jesu Christi. Er hat den Menschen die frohe Botschaft verkündet, Kranke geheilt. Er hat ihnen Zukunft und Hoffnung gegeben. Das ist Gottes Straße zum Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, ist aber dieser Weg nun ein längst abgeschlossener Weg, ein Museumsweg, den wir heute nicht mehr erreichen können? Ganz und gar nicht. Gottes Kommen, Gottes Wegebau zum Menschen, Gottes Straße zum Menschen, die setzt sich fort. Er kommt täglich neu zu uns. Das, was sich im Leben Jesu ereignete, sein Kommen, seine Sammlungsbewegung, dann schließlich sein Opfertod am Kreuz, sein Leiden, seine Liebeshingabe am Kreuz bis hin zum offenen Herzen, seine Sündenvergebung und die Kraft seiner Auferstehung, diese Wegbausteine Gottes, liebe Schwestern und Brüder, die sind heute noch präsent. Gott baut weiter an diesem Weg zu den Menschen. Durch die Sakramente in der Kirche. Und genau das hat unser Architekt hier aufgegriffen, in der Kirche. Sie sehen hier einen Weg, Symbol des Weges Gottes zum Menschen und des Menschen hin zu Gott. Kirche sein als Weggemeinschaft mit Gott, als Weggemeinschaft Gottes mit uns und unsere Weggemeinschaft mit Gott. Und deswegen, liebe Schwestern und Brüder, ist für uns die Kirche nicht einfach nur ein Versammlungsort. Da hätten wir auch mit ein paar Fertigbauteilen Ihnen auf die grüne Wiese etwas hinstellen können. Nein, die Kirche ist nicht bloß Versammlungshaus, wie wir für einen Verein ein Vereinshaus brauchen. Die Kirche ist auch nicht bloß Bethaus, in dem sich die Gemeinde sammelt zu Frömmigkeitsübungen. Das schon auch irgendwie, aber das allein deutet noch nicht den Neubau, den Bau einer Kirche. Kirche muss repräsentieren und symbolisieren den Weg Gottes zum Menschen und die Einladung Gottes an den Menschen, diesen Weg Gottes selbst zu gehen. Straße der Ankunft Gottes ist die Kirche. In der Kirche muss auch schon architektonisch durch die Zeichen, Symbole klar werden, Gott kommt an.